Aus Vancouver meldet sich Heinrich Lenhardt. Ja, meine musikalischen Künste haben schon meinen Musiklehrer in den Alkoholtod getrieben. Aber diese Melodie kennt jeder von euch. Und zwar, wenn ihr entweder 2001 den epochalen Science-Fiction-Film von Kubrick gesehen habt oder aber Elite in der Urfassung gespielt habt. Drei Jahrzehnte später ist Elite mal wieder sehr aktuell. Denn reif für die Stunde der Kritiker ist der Nachfolger Elite Dangerous. Elite Dangerous habe ich schon wirklich lange gespielt in der Beta 1 und 2. Für mich ist jetzt schon nochmal ein Sprung da zur Gamma 105. Ich habe auch in die Gamma schon mal kurz reingeschaut. Ja, worauf ich gespannt bin, ist zum Beispiel rauszukriegen, wie jetzt Brad und sein Team diese Balance zwischen Hardcore und modernen Spielkomfortgewohnheiten hinkriegen. Was wohl in der fertigen Version neben letzten Tweaks noch dazukommen soll, ist schlicht und ergreifend eine Hintergrundgeschichte um ein sterbendes Imperium und die Nachfolgekämpfe. Ich habe es selber privat nicht unterstützt, bin da ganz unvoreingenommen, habe entsprechend auch keinen Vorabzugang auf irgendwelche Alphas, Betas und sonstige griechische Buchstaben gehabt. Das ist eben ganz bewusst heute eine Ausnahme. Ich spiele es quasi schon relativ erfahren in Sachen Flugkünsten, Flightstick, Tastenbelegung und so weiter. Für ihn ist es eine richtige SDK dieses Mal und bei mir sieht er eher wie jemand, der es schon 40, 50 Stunden gespielt hat, jetzt in der neuesten Version erlebt. Na, da wollen wir uns doch mal anschauen, wie viel gefährliche Dinge unsere Kritiker-Elite innerhalb von einer Stunde anrichten kann. Die Stunde der Kritiker mit Elite Dangerous. Na, das klingt ja schon mal sehr lieblich hier, die Begrüßungsmelodie in der Bose-Station. Da kann man ja niemandem mehr Bose sein, wenn man von solchen liebreizenden Tonfolgen empfangen wird. Und ja, so geht's also los, wie sich das für ein Elite-Spiel gehört. Ich bin in der Raumstation und habe keine Peilung, was ich eigentlich tun soll. Aber das ist wohl, was immer ich mag. Das ist ja Sinn und Zweck des Spielprinzips. Und ich versuche gerade dieses Menü zu erfassen. Also, wir fangen an. 100 Credits. Volltanken braucht man nicht, weil alles ist 100%. Gehen wir mal gleich durch die Funktion durch. Ich sehe hier in der Navigation das System, in dem ich mich aufhalte. Also oben das eigene System mit den verschiedenen Planeten und Stationen. Und dann weiter unten die entfernten Sonnen, zu denen ich springen kann. Nach Ayabiko reicht's nicht. Da müsste mein Raumschiff etwas leichter werden durch Ausbau des Schildgenerators und der Waffen oder so etwas. Machen wir mal lieber nicht. Dann das Wichtigste, die Starport Services. Hier kaufe ich quasi neue Schiffe, was hier jetzt aber gar nicht geht. Outfit ist sie, was auch nicht geht, ist wohl nur eine kleine Station. Contacts war, glaube ich, Schwarzmarkt und so. Ja, oder ich kann irgendwelche Fines, die ich bekomme, bezahlen. Und Bulletin Board ist, genau, wo ich Aufträge kriege. Und das ist ja schon mal der absolute Hammer. Ah, okay, da muss ich was bringen. Also, um euch das mal zu sagen, früher, für die ersten 1000 Credits, ist man schon mal 5, 6 Stunden am Handeln gewesen. Und hier, was ich gut finde jetzt, und hier habe ich eine Bringmission. Für 4.942. Naja, aber guck mal, das ist doch ein Schnäppchen. 47 kostet mich eine Nahrungskartusche, was immer das sein mag, klingt sehr appetitlich. Der Durchschnittspreis ist etwa das Vierfache in der Galaxis, also... Ja, da steigt man doch mal gleich ein hier, komm hier, der Einkauf, genau. Und da laden wir uns mal... laden wir uns mal den Kofferraum voll, naja, also wie viel kann ich mir den leisten? 2. Genau, ich bin auf Chemaku. Ja, und mittlerweile ist halt echt die ganze Galaxie drin. Wahnsinn. Okay, Sol ist auch nicht weit entfernt. Lichtjahr, das sind in Elite so, ja, ich schätze mal, 10 Sprünge, 15 vielleicht. Wäre wahrscheinlich theoretisch sogar möglich, da hinzufliegen, aber dann kann ich euch sonst nichts zeigen. Wo war ich nochmal?
Target Ahead, Primary Fire und UI Focus. Darf ich jetzt starten? Jetzt darf ich starten. Genau, jetzt wird man nämlich aus der Station hochgefahren. Und da es hier kein Outfitting und nichts gab, vermute ich mal stark, ist das so eine kleine Station. Ja, 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 ich bin nämlich direkt im Weltraum. Kann ich mich dann nochmal umschauen? Entschuldigung, mich juckt's gerade. Okay, und starten. So, jetzt gleich mal mit dem Booster ein bisschen weg von der Station, wobei, die kann ich euch auch noch schnell zeigen. Also wo ich gerade gestartet bin, hier komme ich her quasi. Okay, faszinierende Animationen. Jetzt wird hier gestartet und habe ich jetzt schon was falsch gemacht? Es kommt doch eine Animation. Nur nicht hetzen. Nee, da geht aber Nähe, ja, die Nähe, das ist ja schön. Da passiert jetzt irgendwie nichts automatisch. Also früher bei Elite, da sind wir einfach so herausgeschleudert worden. Aber hier muss man von Hand ausparken. Okay, aber jetzt habe ich doch hier, das geht ja ganz gut, so vertikal nach oben. Jetzt gucken wir mal zurück, ne? Da bin ich gestartet, das war so hier mein Parkplatz und jetzt schwebe ich hier über dieser Raumstation. Jetzt seht ihr hier dieses kleine Fenster, dieses kleine runde Anzeigenteil neben dem Radar. Das zeigt mir quasi mein Ziel 4,6 Lichtjahre entfernt und da ich nicht mehr masslocked von der Station bin, kann ich jetzt meinen Hyperdrive einschalten, mit dem ich auch innerhalb von Systemen über längere Entfernungen fliege. Aber das kriegt ihr jetzt ja alles gleich mal mit. So. Oh Gott, der arme Heinrich. Was der alles nicht wissen kann. Ich hoffe, der kriegt überhaupt den Start hin von der ersten. Es ist wieder unknown, aber jetzt mache ich mal hier. Ja, jetzt habe ich wieder kritischer Hitzelevel. Und jetzt scanne ich es mal aus etwas. Ich mache auch Rückwärtsgang gerade, was lächerlich ist bei so einer Sonne. Da kommt man nicht wirklich weg von. Und jetzt hoffe ich ja schon, dass mir da irgendjemand Geld für gibt, wenn ich dann auf der Station ankomme. Oh, da ist ein anderes Schiff. Das ist nie gut. Ein Federal Security Service. Ich habe ja keine Kontrabande geladen. Und den habe ich auch gescannt. Wunderbar. Okay, ich habe das Navigationsmenü gefunden. Das ist schon mal sehr hilfreich. Weil, also, man kriegt die Sachen nicht unbedingt auf dem Silbertablett serviert. Ich habe ja ein bisschen, bevor die Stoppuhr lief, mal in die Flugtutorials auch reingeguckt, damit ich jetzt mit der Steuerung nicht so ablose, dass ich also eine Stunde nicht aus der ersten Raumstation rauskomme. Und ich meine, guckt euch das mal an. Das ist eine lange Liste und das ist ja schön, dass es irgendwo erklärt wird, aber da bist du auch mal eine Weile beschäftigt, bis du mal dann irgendwo überhaupt das gefunden hast, was du suchst. Und in meinem Fall war das Navigationsmenü und das ist einfach auf der Taste 1. Aber ich freue mich richtig, dass ich mal ein bisschen was weiß bei einer Stunde der Kritiker und nicht wie der letzte Mensch da reden muss und das Spiel kennenlernen. Wobei es gibt genug Kleinigkeiten, die jetzt schon auch neu sind für mich. Nein, schon wieder eine Scheiße hier. Und jetzt hat es mich erwischt, oder? Ja, super. Okay. Ach du Heilige. Was greift mich denn an? Ein Igel, ein Master. Ja, super. Dem entkomme ich nicht. Der ist schneller als ich. Ja, das ist super, Leute. Ganz, ganz toll. Und rechtzeitig bremsen, verlangsamen. Ja, sehr schön. Da kriegt man das hilfreich.